Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Mein Name ist Ugrutz und das hier ist Blood Bowl 2 und wir befinden uns am, ich glaube, 10. Spieltag, jawohl, Runde 10 von 11, am 10. Spieltag der dritten Division Liga 2 der DBBL und unser Gegner ist Ashes to Ashes, das Untotenteam von der Fruchtfliege. Ja. Ich weiß zwar nicht, warum eine Fruchtfliege an Kadavern interessiert ist, aber das wird er uns vielleicht gleich erzählen. Ich bin mal gespannt, ob er ins Discord kommt oder nicht. Wir haben auf jeden Fall ein etwas höheres Team-Rating. Das heißt, er wird bekommen roundabout 230k. Das heißt, sehr vermutlich werden wir wieder gegen einen Zauberer spielen. Aber 230k, selbst wenn ich einen Zombie entlasse, wogegen ich mich ja das letzte Mal entschieden habe, da Hengsel ja diese Partie eh nicht mitspielt und wir dann sowieso nur noch zwei Reserve-Zombies haben, bringt uns halt so viel auch nicht, weil wir maximal, selbst wenn wir einen aufgestiegenen Zombie weghauen, nur 60k runtergehen dabei. So, wir würden jetzt noch kurz warten, bis unser Gegner entweder ins TS kommt, mit Discord meine ich, oder aber uns herausfordert und dann schalte ich euch wieder dazu. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Gegner sagt Go, kommt aber scheinbar nicht ins Discord. Das heißt, wir klicken hier mal drauf und sagen Annehmen. Und, oh, wir haben sogar... Uch, ja, das hätte ich natürlich noch ausgeben können, die Kohle. Aber egal, vielleicht brauchen wir sie ja gleich noch. Dann hätte sich vielleicht doch rentiert. Oder wir hätten uns jetzt ganz großkotzig einen Zauberer nochmal geholt. Denn wir stehen jetzt 4 zu 5, also 4 Siege, 5 Unentschieden. Sind damit punktgleich mit, ich glaube, zwei anderen Teams an der Tabellenspitze zwar noch, aber halt ohne Vorsprung, ohne alles. Wäre also jetzt schon wichtig, dass ich von den verbleibenden Spielen noch ein bisschen was an Punkten mitnehme. Und ein bisschen was an Punkten heißt nach Möglichkeit nicht ausschließlich durch Unentschiedens. Aber gut, man kann nicht alles haben. Das nächste Spiel wird gegen Lilly sein. Die hat ein reines Schlägerteam, das bisher zwar noch nicht viel gewonnen hat, aber die Casualty-Liste der Liga anführt. Also sie hat halt scheinbar ihre eigenen Ziele. Und zum Verkloppen eignen sich Necros eigentlich ganz gut, weil sie relativ schwach sind. Das heißt, ein gut situiertes Chaos-Team hat einen deutlichen Stärkeüberschuss mir gegenüber. Aha, okay. Da sehen wir, wo der Hase lang läuft. Da will jemand mit seinen Zombies meinen Spielern wehtun. Schauen wir mal, ob es gelingt. Ich bin gespannt. Ein bisschen eigene Kohle investiert, aber er hatte ja auch mehr als genug davon. So, zum Cheerleader-TV umschalten. Bin ich mal gespannt. Ja, sehr spannendes Spiel heute. Necros gegen Untot ist ja auch so ein bisschen eine politische Frage, welches Team man stärker findet. Ich persönlich war ja eigentlich immer der Meinung, dass die Untoten etwas flexibler sind. Sie haben zwar die Wölfe nicht, aber dafür zwei Ghule mehr. Also von daher ist das Line-Up relativ ähnlich. Und sie haben ein bisschen mehr Schläger und ein bisschen mehr Varianz bei den Linemen, also zwischen schnell und langsam. So, da sehen wir unsere Gegner in einem rostigen braun-rot-Bordeaux. Dann sehen wir unsere Sternchenmenschen, Ex-Menschen, Hunde, wie auch immer. Boxershorts. Und dann sehen wir einen Goblin, der eine Winze schmeißt. So, und wir wählen wieder den Angriff. Ich spiele lieber vorne weg. Gerade wenn der Gegner mit Bestechung spielt. Da stellt er seine
Shoot-Meat-Zombies hin. Ist aber ein Guard-Zombie dabei, was natürlich relativ wenig bringt an der Stelle. Muss ich mich halt nur ein bisschen umpositionieren. So, die stehen aber recht aggressiv vorne. Dass ich da keine großen Wolf-Actions machen kann. So, was hat die denn hier? Greifen, Tackle durchbrechen. Okay, ne. Und Guard, während die noch ein bisschen harmloser ist. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen wollen. So, der ist relativ neu dazu gekauft. Der hat auch schon ein bisschen was, aber so gut wie keine Rüstung. Bin ich mal gespannt, ob wir da noch einen Benefit draus ziehen. Die Frage ist halt jetzt relativ am Anfang, die müssen wir uns stellen. Wollen wir Mumien blitzen oder nicht? So, wir haben auch nur noch einen Guard. Was für uns so viel heißt, wie wir müssen jetzt ein bisschen pfiffiger aufstellen. Oder aber einen der Fleischgolems in die Mitte packen. Damit er den Guard erstmal nach hinten rausschiebt. Den Luxus, den wir natürlich jetzt aktuell... Oh, unser Fleischgolem hat sogar Guard. Okay, dann passt das natürlich auch wieder ganz gut. Können wir den hier hinstellen. Okay, da ist ein Backup-Ghoul. Das Problem bei einem Mumienblitz ist halt, man braucht drei Assistenten dafür. Das könnte recht viel sein. Beweglichkeits-4-Skelett. So, was hat denn das? Muss ich jetzt nur mal gucken. Brutal und heimtückisch. Sollte das vielleicht unser Target werden? Das ist ein Tackle-Ghoul. Das da hinten kann so stehen bleiben, beziehungsweise ich glaube, ich würde fast lieber so aufstellen. So, jetzt müssen wir gucken, wen wollen wir da verkloppen und wen nicht. Hier haben wir einen Ringer. Da haben wir Kotkäppchen. Okay, lassen wir es mal so stehen. Sollten wir den Quick Snap kriegen, können wir uns nach vorne stellen und ein bisschen blitzen. Zusatzwurf bekommen wir. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Das haben wir schon schlimmer gesehen. Dann würden wir sagen, kicken wir den erstmal darüber. Das funktioniert. Der kann gerne da nach hinten und wir bleiben. Haben einen K.O. produziert. Das ist schon mal nicht schlecht für unser Stellungsspiel. Dann würde er hier auch nochmal versuchen, den Guard da ein wenig zu pushen. Da bleiben wir auch. Probieren wir es da auch nochmal. Das läuft. Hier können wir dann auch nachrücken. Kann er es auch nochmal probieren. Es gibt nur einen Push. Bleiben. Und jetzt müssen wir gleich aufpassen. Dass wir nicht nachrücken. Sonst haben wir zu viele Leute. Immerhin durch die Rüstung. So, ein bisschen was haben wir geleistet.
ist die Frage, ob wir mit dem Block Quatsch, mit dem Dings Quatsch machen wollen. Oder nicht. Ja, eigentlich können wir da bleiben. Dann gehen wir dort rüber. Einfach eine Verlagerung. Dann bildet er, glaube ich, unser Korsett. Geht dorthin. Dann würden wir da blitzen. War nicht der Wolf, aber das macht nichts. So bleiben. So rasend hat er nicht. Machen wir da noch ein bisschen dicht, damit auf den Ghoul keine sonderliche Bonusstärke kommt. Es sei denn, er blockt mit der Mumie. Und er versucht es jetzt mal, die Pille zu schnappen. Mit Ballgefühl geht das. Und geht hier erstmal ein klein wenig ran. Und dann sind wir fertig. Er ist aufgestanden, das heißt, der Mage kommt jetzt erstmal nicht mehr. Wir haben ihm genau einen Blitz gelassen. Wir müssen gucken, dass es nach Möglichkeit so bleibt, solange er die Bestechung noch hat und den Zauberer. Nächste Runde wäre dann theoretisch schon so ein bisschen die Zeit für Freilaufen. So, damit hat er einen Zombie blockiert. Wahrscheinlich will er den jetzt auch blitzen. Kann ihn aber dann nur dahin schieben, egal von wo aus er ihn anblitzt. Okay, er mag hier den Verfluchten behindern. Dann muss er ihn aber auch blitzen, ansonsten gibt es da auf die Nase. Das Einzige, wo es nicht auf die Nase gibt, ist hier, weil ich halt einfach nichts entgegensetzen kann dem Ganzen. So, der verkrümmelt sich nach hinten. Der geht da rein und blitzt den Wolf. Und hat eine 6 zum Kotzen. Aber gut. Passiert. Und Großmutter ist K.O. Wow, erster Blitz. Tolle Wurst. Na gut, jetzt können wir wenigstens versuchen, die Mumie zu verprügeln. Und unser Ghoul hat ja wenigstens Stärke 4. Okay, auch das kann er machen. Und auch das kann er machen. Aber das wird... Ja, das... Ich glaube, das gefällt mir sogar gar nicht so schlecht.
Denn den Verfluchten kriege ich da relativ sicher weg, wenn er sich da hinstellt. Mit dem frisch geschaffenen Platz reicht es dann beim Wolf vielleicht sogar für die Mumie. Müssen wir mal schauen. Harren wir erstmal der Dinge, die da kommen. Er 1, 2, 3, 4 wird wahrscheinlich den Verfluchten hier zur Hand gehen. Da geht's nach hinten weg. Da geht's rüber. So, du dorthin, denn du bist der im Verhältnis nutzlosere Zombie. Hier hin. Dann haben wir Gleichstand. Damit haben wir eine kleine Führung. Und das läuft soweit. Bleiben. Tja, stellungsspielmäßig müssen wir jetzt wirklich gucken, wie wir das geschickt machen. Wir könnten es so machen. Dann bringt uns nur unser Wolf nichts. Gehen hier einmal rüber. Ich glaube, wir gehen dort rüber. 2, 4, 6, 8, 9. Das wäre eine Zusatzbewegung. Blitzen hier. Und haben schon wieder nur einen Scheiß. Bleiben. Ja, Tackle, den wollen wir eigentlich gar nicht zustellen. Vielleicht wollen wir den ein bisschen zanken. Frage ist, ob das zu viel ist. Da könnte er... Er kriegt 3 unter den... Das kriegt er aber so ziemlich überall. Aber hier muss erstmal reichen. Dann haben wir hier noch einen Block. Der läuft ganz gut. Und folgen. Immerhin eine Runde aussetzen. Ja, und das war unser Zug. Nicht sehr spektakulär. Aber war ein Zug. Diesmal lassen wir ihm theoretisch einiges mehr. Er könnte 3 Blocks und einen Blitz machen, aber ist mit Arbeit verbunden. Der einzige Block, der ihm geschenkt wurde, ist dieser hier. Für die anderen muss er arbeiten.
Hätte ihn doch hier hinstellen sollen. Der hätte das Garten mehr genervt. Der steht jetzt eigentlich viel zu gut blockbar. Da muss er nur noch einen ranziehen. Aber gut, wenn er drei Spieler bindet, dann hat er seinen Zweck mehr als erfüllt. Da hinstellen könnte gut sein. Mit einem guten Ausweichwurf. Könnten wir ihn dann surfen. Aber wahrscheinlich will er den eh umboxen. Er hat ja hier einen Tackler. Ja, wahrscheinlich hier Blitz mit dem zweiten Ghoul. Oh, das kann aber schief gehen, so wie er es macht. Jawohl. Relativ schief. Und genauso schief. Nicht nachziehen, okay. Ah, okay, und dann außen rumrennen. Ja, so kann man sich auch absichern, zumindest so ein bisschen. Jetzt muss er noch einen ranziehen, um einen zweiten Block auf den Wolf zu kriegen. So, der Free Block vom Zombie. Guard Zombie immerhin. Reicht auch. Obwohl, ich kann ringen. Haha. Sehr schön. Hat er nicht gemacht. Jetzt hat er seine Mumie frei. Er kommt sogar ein Stück weit. Ja, jetzt kommt der zweite Wolfblock. Was Schlechtes wäre jetzt schön. Ja, zwei Blocks noch. Dahin und dahin. Schön wäre, wenn der erste... Scheiße, das war nix. Das war eine 6. Da will er sogar noch einen Foul drauf riskieren. Wollte er. Super, noch eine 6. Da lassen wir uns ein bisschen wegkicken. Ne, wir schreiben da nichts zu. Ich meine, dass er eine 6 gewürfelt hat, wird ihm selber auffallen. Das, da muss man ihn nicht drauf, noch drauf hinweisen. Ja, müssen wir mal gucken. Aufstehen natürlich als erstes an der Stelle. Ob wir es da hinten gleich tun, müssen wir noch gucken. Hier haben wir einen freien Spieler. Dem könnten wir den Ball übergeben und wären auch schon fast weg. Fast weg, okay. Du hast Block, du kannst da mal ein bisschen versuchen, Terz zu machen. Das läuft. Doppel-6, so eine Verschwendung. Total unnütz, folgen. 1, 2, 3. Du so. Ich glaube, wir stellen ihn einfach nur auf. So versucht ich auch bin, mit ihm zu blitzen. Aber den komischen Typ kriege ich eh nicht down. Bleiben. Rüstung 7 ist auch nicht so mein Ding. Wo blitzen wir jetzt lang? Dort hinten? Nee. Ich
Ich glaube, wir versuchen tatsächlich die Verlagerung. Der hat Blotch. Der hat Blotch Tackle. Reicht uns. Die Mumie ist K.O. Das ist sehr schön. Kommen wir da noch ein bisschen zurück. Das ist der Nicht-Guard. Ich glaube, wir stellen ihn da einfach in den Weg. War dann sein Placement zwar bescheiden, aber was soll's. Was? Eins. Ah, da steht noch einer. Okay. Gehen wir dorthin. Ist die Frage, was ist weniger unwahrscheinlich? Also, ne? Das gibt einen Starspielerpunkt. Probieren wir einfach mal. Das war nix. Nun gut, das war so gar nichts. Selbst mit Reroll nicht im Ansatz. Den kann er sich jetzt sogar holen. Die Frage ist, wie viel Arbeit setzt er daran? Gott, lief das scheiße. Naja, ich hätte die eine Zusatzbewegung und die Ballübergabe machen sollen. Eine 2 hätte dann gereicht? Nee, hätte auch nicht gereicht. Ne? Eine 3 braucht man, glaube ich, zum Fangen. Also mit einer Doppel-2 wäre alles schief gelaufen, was ich jetzt vorhatte. Ich hätte den Ball auch einfach behalten können, ist dann noch ewig viel Zeit, aber er hat hier auf der Seite nichts sonderlich Schnelles. Der ist zwar schnell, aber ne, schnell mit Aufstehen, das sind 3 Felder. Das ist ein Feld, das sind 4 Felder, 3 Felder, 5 Felder, 4 Felder und alles, was schnell ist, ist hier drüben. Auf den beiden äußersten Feldern des Randes. Stärkemäßig haben wir jetzt ausgeglichen. Und auf dem Feld haben wir eine Überzahl, das ist sehr schön. Also er hat uns 3 Stärke rausgehauen, wir ihm 8. Gut, hier Marin der Zweite zählt nicht. Der ist allenfalls ein Randsteller. Aber auch Randsteller können halt Fleischgolems mehrere Runden beschäftigen, wenn sie jedes Mal umbatschen müssen. Ich habe mich ein bisschen verbaselt. Ich habe bei dem... ich weiß, ich will nicht so viel mit dem Stärke-Vierer machen, solange der Gegner Zauberer hat, weil das quasi nach einem Kettenblitz schreit. Aber in dem Fall, wenn ich vorhabe, Pässe oder Ähnliches zu machen, sollte ich es vielleicht doch tun. Wie gesagt, wäre das brauchbar gelaufen, wäre ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 schon hier drüben. Und könnte nächste Runde ohne Gefahr einen Touchdown machen. So, jetzt kann er mir ganz gehörig in die Suppe spucken. Aber who knows? Vielleicht ergibt sich daraus ja auch eine Möglichkeit. Okay, mit dem zieht er zurück. Glaube ich, sein Star, ne? Der Tech. Nee, das ist der Ballentreißer. Der hätte ihm gegen den natürlich ein bisschen was gebracht. Gegen ihn allerdings nicht.
Ich kann mir fast vorstellen, dass er Hans am Stück blitzt. Damit er hier besser durchkommt. 2, 4, 6, 8, 9. Er kommt nur an den Ball ran. Nicht zum Ball. Okay. Er schubst. Und hat damit jetzt freien Durchlauf. Ja, wo ist denn Kotkäppchen? Da hinten. Hoppala, da fällt jemand hin. Das ist schön. Das ist der vorletzte Reroll. Ne, drittletzte. Hoppala. Und Ball ist versprungen. Sehr schön. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir uns hier ein bisschen platzieren. Du gehst erstmal hier rüber. Zusatzbewegungen sind nicht meine Freunde. Immer wieder ins Gedächtnis rufen. So, da schon mal die Verstärkung ranbringen. Für später. Da kommen wir auch nicht wirklich dran. Den halten wir uns mal offen. Obwohl, blitzen wollen wir mit dem eh nicht. Das ist jetzt ein ziemliches Geknubbels hier. Da müssen wir gleich sehr aufpassen, wie wir folgen. Ich lasse ihn trotzdem nochmal erst hier stehen. So, du solltest anfangen, denn du hast Blocken. Und das ist ein Einser. Moment, da müssen wir erst irgendwo anders. Du bist ein Guard. Das sind zwei Würfel. Ich bin zwar nur ein Ringer, aber das ist genauso gut wie Blocken in der Phase jetzt. Bleiben. So, er muss den jetzt wegschubsen und folgen. Schubsen. Und folgen. Dann haben wir ihn frei. Das machen wir relativ zum Schluss. Wie stellen wir es denn am vernünftigsten? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vielleicht. So in etwa. Das Problem ist, wenn das ein Turnover gibt, dann ist die Runde halt direkt ganz vorbei. Deswegen müssen wir hier... Bring ihn einfach mal als Gefahr rein. Mit Block gegen mit Block gegen ohne Block. Ich glaube, mit dem hier starten wir jetzt mal. Das reicht uns genau. Dann machen wir den Blitz, für den wir eventuell einen Reroll brauchen. Tackle haben wir nicht. Bleiben. Dann versuchen auch wir, den Ball zu nehmen. Bleiben, glaube ich, da. Nee, bleiben nicht da. Gehen ein Feld zurück. Hoffen, das gleich noch zu belegen. Machen aber jetzt erst hier den Mitblock gegen, auch Mitblock, aber egal. Folgen da dezent. Und würden jetzt
diesen Zug machen. Und gehen dann aber hier hin. Hat beides Vor- und Nachteile. Ne, wir gehen hier hin. Und beenden den Zug. Er hat Tackle, deswegen, also, Kotkäppchen hat Tackle. Das behindert ihn hier ein wenig. Die Frage ist, ob er jetzt voll Akku auf meinen Wolf geht, wenn ich ihm den schon so anbiete. Oder ob er jetzt versucht, hier Kloppereien zu starten. Möglich ist beides. Ich habe ihm diesmal wieder potenzielle 3 Blocks und einen Blitz gelassen. Das Skelett muss halt noch irgendwie raus, das stört mich ein wenig. Auf jeden Fall muss er überlegen, ist gut. Die erste Minute ist schon mal vorbei für ein Aufstehen. So, da geht eine Unterstützung ran. Das ist, glaube ich, sein Guard-Zombie, okay. Müsste er nur noch seine Tackle-Zone zerstören, dann ist er zumindest hier schon mal mit einem Block durch. Und hätte dann hier auch einen Korridor auf den, ich wollte schon sagen Ringträger, weil er aussieht wie Gollum, aber den Ballträger meine ich natürlich. Ansonsten sind hier natürlich auch noch schöne Fiesigkeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der kommt da ran. Oder kommt generell in den Bereich hier. Das heißt, sollte er meinen Wolf außer Acht lassen, kann ich eventuell jemanden vom Feld schubsen. Wenn er hier irgendwo reinblitzt, steht auf jeden Fall irgendwas in Randnähe. 2 Ghule auf der Ersatzbank noch. Im defensiven Drive braucht man die nicht so sonderlich. Dodge darf. Achso, das ist der Tackle durchbrechen. Mumium Dingsbums. Nennen wir ihn Mumerich. Er blockt aber lieber erstmal. Da passiert nichts, das ist schön. Wenn er mit ihm dodgt, hätte ich gar nichts gegen. Dann ist das zumindest mal kein Block. Tackle durchbrechen mit einer 2 geschafft, okay. Dann kommt jetzt hier ein 2er-Block auf Kotkäppchen. Und glückt. Folgt aber nicht, okay. Geht der Blitz doch auf den Wolf, wie vermutet. Doppel Both Down, das war nix. Da müssen wir gleich Befreiungsaktionen starten. Und einmal einkesseln. Das ist, by the way, je nachdem, was der Gegner für ein Team hat, keine gute Idee. Nur so infohalber. Wenn ich es schaffe, den hier aus dem Weg zu bringen, dann habe ich 1, 2, 3, 4 Unterstützung auf jeden Fall schon mal am Start. Ich kann sogar 1, 2, 3, 4. Dann habe ich den aus dem Rennen genommen
und ne, hier eine Unterstützung dran. Dann könnte ich mich da relativ locker rausblitzen. Aber Grautheorie machen wir erstmal nicht. So, der hat Guard. Der nicht. Von uns da auch keiner. Okay, das ist ein bisschen unangenehm jetzt an der Stelle. Die Frage ist, will ich da lieber einen Vierer oder einen Sechser? Oder will ich gar nicht blitzen? Ich glaube, wir fangen erstmal hier an, um zu gucken, ob wir uns da irgendwie in die richtige Richtung bewegen. Eher nicht so. Folgen. Wir machen es mit ihm. Und folgen. Tja, wollen wir dahin oder nicht, ist die Frage. Darüber. Einser. Ja, da liegt der Wolf auf der Nase. Hat nicht geklappt. Eine Triple 1 sozusagen. Also 1, 3, Doppel 1. Jetzt könnte er theoretisch meinen Verfluchten surfen, würde ihn aber einen Blitz kosten an der Stelle, wo er eventuell ihn besser brauchen kann, nämlich da, wo es um den Ball geht. Naja, die Runde war nicht katastrophal für uns. Also klar, die Triple 1 hier nervt ein wenig, aber er muss jetzt lange überlegen. Wieder mit seiner Mumie dodgen und vor allem mich hier aus der Hölle zustellen. Er hat zwar theoretisch die Möglichkeit, alle hier wegzublocken,
und dann meinen Ballträger sogar zu blitzen. Also die meisten Blocks, die er in diesem Spiel jetzt hatte bisher. Aber manche davon sind halt auch einer oder ungemütlich oder nageln ihn an Stellen fest, wo er nicht stehen möchte. Nämlich mit den vier Leuten auf der komplett falschen Seite. So, 2 Minuten noch. Ich hatte das gerade eigentlich so interpretiert, als dass er sich eher über die 4 Minuten beschwert hätte. Ja. Eine Minute 30 Rest. Da kommt das Ausweichen mit Zusatzbewegung, auch nicht unmutig. 2 Möglichkeiten auf eine 1. Da erstmal hinstellen, okay. Hat dann die Möglichkeit mit einem Dodge, also wenn er den umgeboxt kriegt. Da kriegt er auf jeden Fall was umgeboxt, das ist das Kotkäppchen, der da schon wieder im Gras liegt. Der ist wichtig, den brauchen wir noch für die Gule. Bloß nicht kaputt machen, den Armen. So, dann muss er nicht mehr dodgen, aber ne, ich weiß immer noch nicht genau, was er dann machen möchte. Mit dem hier. Verstärkt er da drüben. Hätte damit einen Einser auf den Ghoul. 43 Sekunden. Noch sind erst 2 Spieler bewegt. Und immer noch nur 2 Spieler bewegt. Das wird eine ganz enge Geschichte. Die Mumie steht jetzt da an der Stelle, wo ich durchaus mit leben kann. Und zack, da liegt sie. Und da ist der vorletzte Reroll weg. Sehr schön. Jetzt kommt hier allerdings ein bisschen Schwung in die Geschichte. In den letzten 20 Sekunden. Da kommt ein Einser. Und natürlich. Natürlich. Okay, aufstehen. Aufstehen ist gut. Jetzt ist nur die Frage, wo wir aufstehen und was wir als erstes tun mit dem Aufstehen. Denn wir haben hier einiges mehr an Auswahl, als mir lieb ist. Ich glaube, dass wir hier uns tapfer wieder... Nee, tun wir nicht. Tun wir da. Wir stellen uns da hin, damit wir an dem Blodger dran stehen. So, der hat, tja, auch alles Mögliche. Der hat kein Guard. Wenn das jetzt schief läuft, dann stehe ich richtig dreckig da. Hier habe ich keine Unterstützung. Und da habe ich auch keine Unterstützung. Das macht es alles nicht wirklich besser. Ihn hinstellen ist auf jeden Fall schon mal kein Fehler. Das ist immer noch nur ein Einser. Auch das ist nur ein Einser. So, der muss auf jeden Fall da mal aus dem Weg. Stört ganz gewaltig. Schieben muss an der Stelle reichen. Wir bleiben. -2 dabei. Aber Gar macht hier noch ein bisschen Spökes. Ich glaube, dann blitzen wir da rein tatsächlicherweise. Das war nix.
Haben es zwar umgeklatscht, aber stehen jetzt an der Mumie dran. Was auch nicht so super pfiffig ist. Deswegen müssen wir das fast machen. Oder auch nicht. Nö, können wir uns nicht erlauben an der Stelle. Das müssen wir uns erlauben. Und jetzt die Frage, nachrücken oder nicht? Wir bleiben. Der liegt zumindest mal auf dem Rücken. Ein Einser gegen ein Skelett ohne Block. Aber mit einem Positional, den wir ganz, ganz dringend brauchen. Drei Runden haben wir noch. Müssen wir noch eine Runde hier ausharren. Bleiben. Das werden wir bereuen. Hier müssen wir es probieren. Der ist am wenigsten wichtig. Können wir pushen und folgen. Dahin vielleicht. Oder tatsächlich uns selber den Rücken so ein bisschen decken. Und hier nochmal einen Einser riskieren. Pushen. Sehr schön. Folgen. Ein bisschen weiter vom Rand weg ist immer gut. So, und jetzt der riskante Einserblock zum Ende. Reicht uns vollkommen. Zumindest mal das faulende Skelett. Gerade nicht am Start. So, 7 Spieler kann er bewegen. Es reicht wahrscheinlich, um uns Ärger zu machen, aber vielleicht reicht es nicht, um so dicht zu machen, dass wir nicht nächste Runde durchschlüpfen können. Okay. Bleibt spannend. So, leider ist da sein Guard dabei. Das heißt, er kann durchaus den Guard hier hinstellen. Damit hat er die Tackle-Zone negiert. Und dann von hier, immerhin hätte er einen Einser. Aber wie gesagt, allzu gut sieht es für mich aus. Aber ne, Einwürfel-Blocks mit einer 6 sind ja bei ihm häufiger als bei mir. Ich habe ja bisher anzubieten eine 1, eine 3 und ein paar Zweier und Dreier noch. Wobei, wenn man die Statistik pushen will, kann man einen Schiebenpfeil ja auch als 4 interpretieren, denn er ist auf dem Würfel ja zweimal drauf. Also auf dem echten Würfel, dem virtuellen weiß ich es nicht. So, 2 Minuten. Stimmt, das ist noch praktischer. Da hat er sogar 2 Würfel. Das ist vollkommen korrekt. Weil die beiden Tackle-Zonen sind negiert. Geschickt gemacht. Auf der anderen Seite schiebt ihn auf jeden Fall irgendwo hin, wo der Ball in meiner Obhut landet. Okay, ausweichen. Reroll das mit dem letzten Reroll und es ist eine echte 6. Dankeschön. Okay, ich mach mal keine dummen Witze. Sonst kassiere ich sofort den Blitz.
Da gibt es noch einen Zweier. Damit hat er sich ihn wieder frei gemacht. Ja, jetzt brechen unsere Rüstungen mal. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit, auch wenn ich es gerade eher unfair finde. Aber das ist die Subjektivität von Blood Bowl. So, da will er uns ein bisschen stören noch. Vor allem wahrscheinlich seinen Ghoul den Weg frei machen, um hier rauszukommen. Denn hier der Dodge ist leichter als irgendwo sonst hin. Aber birgt natürlich ein Risiko. 33% Chance, dass er jetzt wirklich schief geht, weil er hier meinen Tackle-Mann eventuell nicht auf der Kappe hat. So, das Gute ist, ich muss nicht mal dodgen mit dem Ghoul. Ja, das... Da kann er grapschen. Oh, er zieht hinterher. Ich führe mich nicht in Versuchung. Mein Lieber, mein Lieber. Schade, dass das geglückt ist. Aber gut, mit einer 6 darf sowas auch glücken. Wie weit komme ich denn? 2, 4, 6, 8, 9. Nicht in die Endzone. So, der hat natürlich jetzt Guards. Dann ist mein Plan doch nicht so vollkommen, wie ich dachte. Muss ich nämlich hier tatsächlich hin. Dann müssen wir hier rein blitzen und hoffen, dass wir ihn jetzt zu Boden kriegen. Das habe ich mir anders gedacht. Lass es nicht zu Boden kriegen. Folgen. Jetzt können wir aber hier nochmal versuchen, ob wir ihn runterkriegen. Ach komm, oh, der ist unkriegbar hier, der Kollege. Bleiben. Noch eine letzte Chance. Und auch da nicht zum Kotzen. Folgen. Macht auch andere Pläne völlig zunichte jetzt. Nämlich hier irgendwie irgendwas reißen. So, das ist der Guard. Was soll ich machen? Den einmal weg. Jetzt haben wir es verkackt. Jetzt müssen wir hier Leute freilaufen. Das bringt mir gar nichts. Also nicht im geringsten. Ich komme leider auch nirgends durch. Einser Block da drüben. Der hier ist relativ unwichtig.
Deswegen machen wir den und deswegen gelingt der. Und der ist nicht ganz so unwichtig, aber wir haben 3 Rerolls für eine Runde. Der reicht uns. Und Zug beenden. Ich kann also relativ einfach verhindern, dass ich noch einen Touchdown mache. Kann den Blitz draufsetzen jetzt als allererstes. Hat genug Leute, die hier reingrätschen können, sogar mit Tackle. Der Spieler hat auf jeden Fall eine ganz, ganz starke... Also bei dem ist die Macht echt ganz stark. Rüstungswert 7 und Opfer auf der Stirn stehen und er geht nicht down und geht nicht down und selbst wenn er mal hinfällt, tut er sich nichts. Wir beten natürlich dafür, dass unser zweiter Wolf wiederkommt. Oder aber würden zumindest mal im Tausch die Mumie nicht wieder am Feld haben wollen. Marien ist uns rechtschaffen Wurst, den wird er in seinem offensiven Drive selber nicht aufstellen. So, diesmal hat er volle 9 Spieler und noch 2,5 Minuten. Der hat keinen Guard. Er muss also noch einen Run stellen für einen 1er Blitz mit ihm. Hat dann aber immerhin 2 Ergebnisse, die mich zu Fall bringen von 6, also eine 33% Chance. Und er macht den Blitz. Oh, heieiei. Und jetzt hat es mein Verfluchter in der Kralle. Doppel, nee, doch nicht Doppel 1, ne, 3. Okay, das heißt, der Zauberer ist weg. Wenn wir es jetzt noch irgendwie schaffen wollen würden, den Touchdown zu machen. Ist natürlich ein bisschen optimistisch, denn er kommt immer noch super easy ran. Und hat jetzt auch 2 Würfel. Und kann mich hier in Situationen bringen, die keinen Spaß machen natürlich. Wo ich also auf jeden Fall einen Pass werfen muss. Zwei, vier, sechs. Obwohl, der kommt nur gerade so eben dran. Dann käme der nicht mehr dran. Zusatzbewegungsblitz. Sekunden. Er nutzt die 4 Minuten aber wirklich aus dafür, dass er sie nicht mag eigentlich. Denn 3 Minuten ist die Zeit, die ich realistisch finde. 2 Minuten in der Open finde ich ein bisschen stressig, wenn es kompliziertere Spiele sind. Ja, funktioniert. Warum auch nicht? Jetzt kann er den 2-Würfel-Blitz machen. Und natürlich klappt's. Da ist wieder die 6, wenn er sie braucht. Jetzt ist keiner mehr von mir in der Nähe, der das Ding fangen könnte. Und er fängt's nicht. Er fängt's auch nicht. Dann liegt's halt da. Relativ bescheiden allerdings. Und er hat ihn. Oh, und verkackt es jetzt noch. Das ist interessant.
Und er verkackt. Das ist schön. Jetzt müssen wir hier nur aufstehen. Und da geht's rüber. Da geht's auch rüber. Den können wir eigentlich auch wieder hinstellen. Ah, okay. Nee, nicht Blitz. Schade. Hätte ich theoretisch mit abrollen. Na, egal. Ist nicht wichtig. Wichtig ist das Zeug da hinten. Und da ist die Frage, wer würde den Touchdown machen sollen? Ist bei beiden egale weg dasselbe. So, das muss jetzt partout funktionieren. Das müssen wir rerollen. Fuck, die Henne. Mann, ey. Da was für ein Drecksgewürfel. Ich hasse. Hasse meine Würfel. Bekomme ich deine? Können wir hier noch ein bisschen rumhauen. Folgen. Plus 2, minus 2 ist immer noch ein Plus. So, versuchen wir es nochmal mit einem Würfel. Obwohl, Reroll haben wir nicht mehr. Egal. Na gut, wir können uns rausreden, indem wir sagen, hey, immerhin ist der Wizard weg. Aber dass ich einfach nichts geblockt kriege, wenn es wichtig ist. Ich weiß nicht, wie viele Doppelblocks ohne Ergebnis jetzt da waren. In dieser Runde waren es mindestens 3. Auf den da kann ich gar nicht zählen, wie oft der nicht down gegangen ist. Ach komm, so schwer ist es jetzt echt nicht. Den Turn kannst du halbwegs zügig machen. Hier hast du einen Zweierblock. Da hast du. Nee, hast du nicht. Ja, okay. Ist doch ein bisschen vertrackt, gebe ich zu. Da ist ein Zweierblock. Dann kommt der jetzt quasi hinterher. Nee, auch nicht. Hat er mit dem hier machen müssen. Wobei, jetzt hat er hier einen Zweierblock. Nee, ist auch nur ein Eins. Na gut. Ich halt Maul. Ist doch vertrackter, als ich dachte. Mit der Mumie hat er auf jeden Fall einen Zweierblock. Dann hat er den frei und kann sich irgendwo dazustellen. Also Optionen sind da. Okay, und einfach weggeklickt. Sehr ereignislos. Nicht mal ein Pass, keine Verletzung, gar nichts. Genau 0 Punkte.
So, die Mumie bleibt K.O., das ist schön, aber meiner bleibt auch K.O., von daher den Tausch, den ich Nuffel angeboten habe, der wurde angenommen. Und ist, glaube ich, auch relativ legitim. So, du hast da hinten, da vorne nichts verloren. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Ringen, ringen, nix. Das müssen wir so rum machen. Pfeilformation. Und lassen wir so. Jetzt wird er wahrscheinlich die Ghule reinnehmen und stattdessen irgendwelches Krüppelzeug rauslassen. Wahrscheinlich werden wir jetzt auch das erste Foul sehen. Und dann den Rest der Halbzeit in Unterzahl spielen. Aber gut, das Risiko müssen wir eingehen. Wir können unsere teuren Spieler nicht nach vorne stellen. Die Fleischgolems sind zwar schon brauchbar ausgebaut jetzt, aber haben noch nicht genug Rückhalt in der Zombie-Fraktion, um sich da vorne auch zu opfern. Und ich glaube, allein diese Aufstellung hier ist mit einer der Gründe, warum ich meine Ersatzspieler behalten mag. Die reißen da vorne zwar nichts, aber ich muss die wichtigen Jungs halt nicht dahinstellen. So, da ist die schnelle Seite, wo er wahrscheinlich den Touchdown gerne machen würde. So, wir schießen hier auf die Seite, die potenziell langsamere Seite. Und bekommen einen Blitz. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Stellen wir unseren Guard direkt mal wieder in die Gefahr. Ist der falsche an der Stelle, aber es ist egal. Ist jetzt riskant. Aber das Risiko muss ich eingehen. Du gehst hier als Positional hin. Rotkäppchen versucht da zu behindern. Da gehen wir näher ran. So, die bilden hier die letzte Verteidigungslinie. Und hier versuchen wir mal, den umzuklatschen. Gelingt sogar. So, wir bleiben aber, glaube ich, da stehen. Und riskieren nicht sofort unseren ersten Reroll in der Blitzaktion, denn das ist ein beliebter Fehler,
die Blitzaktion dann bis zum Ende auszukosten und dann schon mit einem Reroll weniger in die reguläre Halbzeit zu starten. Unser taktischer Vorteil ist jetzt schon sehr gut. Er muss sehr viel aufwenden, um jetzt hier irgendwas Sinnvolles zu tun. Kann natürlich hier reinblitzen, aber er muss es halt wieder mit einem Tackler machen. Sonst ist die Chance nicht so hoch, dass es klappt. Und er ist hier an sehr vielen Stellen ein bisschen kompromittiert. So, Stimme geht weg. Ich sollte mehr trinken. Aber es ist auch einfach relativ spannend, weil es jetzt am Ende der Saison natürlich auch um was geht. Absteigen können wir zwar nicht mehr, aber so zum Ende der Saison hin flammt natürlich dann doch ein Fünkchen Hoffnung auf, eventuell aufzusteigen. Und da ich zu faul bin, mir die Statuten durchzulesen und zu gucken, ob jetzt 3 oder 4 Spieler aufsteigen in die erste Liga, gehe ich einfach mal davon aus, dass man nur als erster, zweiter ganz, ganz sicher oben ist und versuche einfach so gut es geht, keinen Mist zu machen. So, da kommt der Tackle-Blitz, wie erwartet, und der will mich an die Mumie ranblitzen. Oh, das ist ein Dodge. An die Mumie ran, okay. Nee, an das Foul-Skelett. Da komme ich allerdings eventuell wieder raus. Dann sichert er noch ein bisschen ab. Hier haben wir jetzt eventuell eine Option. So, das funktioniert. Ich meine, gut, dass die Reihe fällt, war relativ geplant. Aua. Der liegt eine Runde länger. Aber das bezeichne ich jetzt mal als Glück für mich. Also einen guten Würfel hin und her. Oh, ja, da ringen wir doch mal. Damit haben wir ihn auf jeden Fall auch behindert. Und wir stehen dann immerhin vor ihm wieder. Und er muss jetzt einen Block mit dem Dings machen. 67% Ball aufheben. Fuck, fuck, den hat er. Nur wohin damit? Okay, da ist sowas Ähnliches wie ein Cage. Nicht so der Muster-Cage, aber ein Cage. Habe ich hier echt jetzt einen verfluchten? Ich bin so ein Torf-Sepp. Ich bin so ein Torf-Sepp. Habe ich den Verfluchten draußen stehen lassen? Super. Und ist verletzt und regeneriert nicht. Oh doch, regeneriert. Aber egal, raus ist raus. Glückskeks. Ohne Block, ohne Tackle, weißt du? Rrrr. Zum Kotzen. So, hier wird er wahrscheinlich noch einen Dodge versuchen, weil das weniger schmerzhaft ist, als wenn ich ihn surfe. Ne, plöck, plöck. Und 1, 2... Und die Dodge-Mumie. Wenn es dir hilft. Hm. Was auch immer das heißen soll. Keine Ahnung. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr das als Angriff werten würdet oder nicht. Dass ich hier aggressiv jammern würde. Was ich natürlich tue, gebe ich ja zu, aber
Aua, mit Recht vielleicht. So, der liegt auch auf dem Rücken. Gut, muss Hans am Stück jetzt hier wieder die Welt beschäftigen. Erstmal aufstehen. Dann da ein bisschen stören. Dann hier mal ein bisschen schieben. Bleiben aber. Was machen wir jetzt mit dem Rest hier? Das ist ja alles ein wenig mäßig. Da kommen wir. Da kommen wir auch nirgends sinnvoll hin. Alles andere umläuft uns zu schnell, muss ich sagen. So, den stellen wir, glaube ich, auch zu. Stellen wir ihn dorthin. Und der Blitz geht auf die Mumie. Reicht uns so, wie es da ist, glaube ich. Nee, reicht uns nicht. Ein Feld gehen wir aber näher ran. So gefällt uns das ein bisschen besser. Wir haben hier noch ein bisschen Defensive. Wir haben ihn jetzt aus unserer Hälfte komplett raus. Kriegen hier aufs Maul. Kriegen eventuell hier irgendwo auf die Nase. Mit 4 Ghoulen ist er natürlich schnell wie Oscar. Halt gucken, dass er sich in der Schuld sieht, Cages zu bauen, denn das ist das Einzige, wo unsere Unterzahl nicht so auffällt. Denn eigentlich hat er eine Überzahl und müsste uns relativ gut dominieren können. Okay, er stellt ihn auf. Wäre also ein potenzieller Surf-Kandidat. Wenn keine schlimmen Dinge passieren. Denn wenn schlimme Dinge passieren, dann bin ich an anderen Fronten beschäftigt. Dann kann ich mich um den nicht kümmern. So, wo mir steht. Doppelguard. Triple Guard, der Knubbel des Todes, sozusagen. Hier einen Support ran, den umblocken. Wobei das ein Ghoul ohne alles ist, das ist immer noch gefährlich.
Aber 4 Rerolls. Da geht einiges. So, Verlagerung des Cages. Das ist wahrscheinlich jetzt einer der hinteren Äste. Oder ist der vordere Ast, dann hätte aber nur einen Feldraumgewinn. Ich denke mal, er wird versuchen, hier den umzubatschen. Mit einer Unterstützung noch. Also er kann mit ihm ja dahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, okay, nicht ganz. Mit ihm könnte er dann, wenn er dodgt, aber das würde er auch nicht wollen. Ja, da schon einen. Das ist schon ein Zweierblock. Okay, da ist wieder die 6. Und K.O. Zwei Mann Überzahl. Holla, die Waldfee. Übel, übel. So, jetzt kann er auch hier den noch umbatschen. Ja, ganz, ganz toll gemacht, Jungs. Ganz toll. Legt euch mal ein bisschen mehr Selbstwertgefühl zu, bitte. Besonders die Wölfe. Ja, reicht natürlich. Wir bleiben standfest. Gut, dann ist jetzt hier gleich der Cage. Müssen wir gleich eine Zusatzbewegung machen. Um einen relativ unnötigen Ghoul zu blitzen. Hm. Hallo? Lassen Sie das bitte? Das ist ausgerechnet Kotkäppchen jetzt gewesen, glaube ich, ne? Ja, unser Tackle-Käppchen. Super. Das heißt, er ist jetzt der Einzige, der es noch schafft, die zu Fall zu bringen. Er hält unseren Fleischgolem jetzt mindestens 2 Runden auf. Okay, faul auf den Fleischgolem. Warum auch nicht? Er hat die Bestechung. Jetzt kann er seinen Überzahlspieler durchziehen. Nichts passiert. Aber auch kein Pfiff. Tja, was soll ich sagen? Er muss da ran. Er muss sich hinstellen. Und die Krücken einfach durch die Gegend. So, ist nur ein Schieben. Ja gut, dann bleibt er halt da. Mario der Dritte wieder. Eine Zusatzbewegung. So, der Tackle-Mann ist der Ballträger selber. Stellen wir den da schon mal hin. Ist jetzt Risiko, was ich spiele. Alles darauf basierend, dass irgendwas von dem, was ich jetzt gleich mache, auch funktioniert. Das ist der Fauler.
So, und jetzt reicht uns das da. Okay. Dann haben wir jetzt zwar keinen Tackle am Start, aber wenigstens den vollen Support. Die Frage ist, der hat schon Block und Ball entreißen, der hat nix. Dann blocken wir erstmal nix. Tja, natürlich das Ergebnis, was uns nichts bringt, aber das ist mir jetzt auch egal. Wir bleiben. Da kann er jetzt unterstützen gehen. Wird er vielleicht sogar machen. Wäre aber für mich kein Problem. Würde unsere Unterzahl um einen negieren. So, macht er aber nicht. Er macht es richtig und geht mit ihm in die Offensive. Und sagt sich, okay, wenn ich mit dem jetzt noch eine Runde hier verbrate, dann habe ich mit dem Ausgang nichts mehr zu tun. Also zumindest der gardende Fleischgolem hat mit dem Ausgang nichts mehr zu tun. So, hier ist jetzt aller Support der Welt. Diesmal müsste ich mich schieben lassen, wenn ich das Foul umgehen möchte. Es sei denn, er blockt mich mit dem schräg, dann kann er mich natürlich auch dahin schieben. Wenn er mich umlatzt, wenn er mich nicht umlatzt, bleibe ich natürlich stehen. Mhm. Gut, gebunden. Sehr schön. Ist ein wichtiger Spieler. In der Situation hätte ich jetzt gern seinen Zauberer von eben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meiner lag ja eben noch. So, jetzt hat er einen Zweierblock auf ihn. Und Pushy Pushy. Kann er nachgehen? Hat er ihn gebunden immerhin? Na gut. Er hat zwei gebunden, er einen gebunden. Ein paar sind mit Cage sein beschäftigt. Wir müssen uns das jetzt ein bisschen schön reden hier. So, ja, was soll's. Na komm, wir liegen wenigstens im Weg. Ansonsten wäre hier alles frei jetzt. Jetzt kann er natürlich wieder faulen. Aber es kostet ihn halt auch wieder eine Aktion mit einem Spieler. Das heißt, er bewegt sich dann zumindest mal nicht. Zwei, sechs ewige Runden noch. Unglaublich. Okay, da wird noch bewegt. Da geht sogar der Blitz, will er die Seite verlagern, so wie es aussieht. Das war nichts, das ist schön. Drei Spieler gebunden. Der Prinz wird hier nicht nur der Prinz, sondern auch der Held. Wenn er so weitermacht. Was auch immer er gegen ihn hat, scheint den Cage zurückschieben zu wollen, weil er sich gerade unsicher ist.
Oder er hat Schiss, dass das Kicken Ball entreißen ist. Sie sehen so etwas ähnlich aus, die Dinge. Dass er ihn deswegen als Gefahr hier nimmt. Okay, das ist ein Drittel-Cage. Das ist die Dodge-Mumie. Vielleicht dodgt er da jetzt sogar raus und caget sich da hinten hin. Ausweichen hat geprockt. Hat er nochmal Glück gehabt. Wow. Krasse Sache. Und der Fauler fault. Und K.O. Aber der Rüstungsbruch war eine Doppel-6. Damit ist die Bestechung jetzt aus dem Spiel. Aber leider auch unser Fleischgolem. Das ist das Ärgerlichere dabei. Aber jetzt sind wir jetzt 3 Mann in Unterzahl. Dreimann Unterzahl ist doof. Wir kämen dahin mit einem GFI. Da hinten kommen wir nicht im Ansatz hin. Da schon so ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann könnten wir einen auf die Glocke geben, theoretisch. Alles ein bisschen doof. Surfen geht auf jeden Fall nicht mehr. Den stellen wir da mal rein. Das ist jetzt nicht pfiffig, das weiß ich auch. Aber mit die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und den dann da ein bisschen rausboxen. Mit ein bisschen Glück. Dass uns diesmal vergönnt ist. Rüstung 7. Na komm, wenn der Ghoul jetzt kein Schläger ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber leider ohne Ergebnis. Ich würde als Defense stehen lassen. Da müssen wir es zumindest probieren. Ach, schon wieder nicht durch. Hölle, Hölle, Hölle. So, und hier müssen wir jetzt gucken, ob wir im 1er Block gegen die Mumie einreißen. Jawohl, wir kommen bei der Mumie sogar durch die Rüstung. Das nenne ich mal Glück, ausnahmsweise. Stellen wir da noch ein bisschen was zu. Der kriegt so oder so aufs Maul. Vielleicht sollten wir sicherstellen, dass er nichts aufs Maul kriegt. Zumindest nicht von diesem Faulbär. Okay. Ich hätte natürlich auch einen 2-Red-Die-Block machen können gegen ihn hier. Nee. Gegen ihn? Nee. Steht keiner ohne Block daneben. So, 2 Spieler von ihm setzen aus. Das heißt, diese Runde ist er mal mir nur ebenbürtig, in Anführungsstrichen. So, 5 ewige Runden leider immer noch.
So, der geht jetzt in die Cage-Formation zurück. Den haben wir leider laufen lassen müssen. Aber gut, er hat den 5 plus Dodge halt geschafft. Kann man ja mal machen. So, jetzt geht er aggressiv nach vorne. Dann müssen wir gucken, dass wir das gleich wieder unterminieren hier. Wenigstens ist er jetzt frei. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir kommen mit ihm zumindest mal so in die grobe Richtung. So, das ist jetzt kein Ballträger. Blitz geht wahrscheinlich hier drauf, damit er da einen Zweierblock auf meinen Guard hat. So, das funktioniert. Wie nicht anders zu erwarten. Und der Prinz ist verletzt. Regeneriert nicht und hat einen Niggling. Ärgerlich. Ja, das Spiel werden wir verlieren. Guckt euch das an. Bei uns liegt alles, da liegt nichts. Mit jetzt 4 Mann Unterzahl kriege ich die nicht aufgehalten. Nicht mit den Würfelwürfen. Wann immer eine 6 braucht, kriegt er sie. Und wann immer ich es ernst zu nehmen versuche, seinen Ballträger anzugehen, ist das Beste, was ich kriege, einen Push. Oder vielleicht mal eine 5, wenn er Dodge hat und ich keinen Tackle. So, da ist die Unterstützung dran. Jetzt kommt da der Blitz, der hoffentlich schief geht. Naja, halbwegs schief zumindest. Aber reicht ihm trotzdem, um einen Zweierblock auf meinen Guard zu kriegen. Das ist der dumme Part dabei. Und der Ghoul hat auch noch Bewegungswert 8. Ja, dann gehst du halt dorthin. So, auf der anderen Seite, wenn jetzt das hier schief gehen würde. Er rechnet über... Er ist so sicher. Und da ist die... Ach Mann, da ist die 6. Wenn das hier schief gegangen wäre, wäre ich sowas von an seinem Ballträger dran gewesen. Unglaublich. Ja, er nimmt unser komplettes Team auseinander. So, wir haben noch 6 Spieler auf dem Feld. Ja, was sollen wir machen? Wir können hier hingehen. Da kriegen wir einen umgebatscht. Relativ unnötig. Und ja. Bam. Wir kommen immerhin durch die Rüstung. Aber es passiert natürlich wie immer nichts. So, hier haben wir einen freien Spieler, der immerhin bis dort kommt. Ja.
Müssen wir halt probieren. Irgendwann muss halt meine 6 dabei sein. Nö, natürlich nicht. Warum dauern auch? Warum auch? Bleiben. Darüber. Wow. Ja. Ein kleiner Trost, aber kein wirklicher Trost. Das Problem ist, mit 2, 4, 6, 8, 10 Mann gegen meine 6 kann er jetzt halt auch stallen, bis der Arzt kommt. Ich habe keinen Tackler mehr. Ich würfel keine Sechsen, außer es sind One-Dicer, völlig unwichtiger Natur. Ja, da geht halt nichts und es sind noch 4 ewig lange Runden, die werden nicht vorbeigehen. Und er wird in Runde 15 den Touchdown machen. Vielleicht auch erst in Runde 16. Ja, jetzt stellt er mich noch zu aus der Hölle. Dazu ist halt Überzahl auch da. Er wäre ja schön blöd, wenn er es nicht täte. So, die muss er einfach nur beschäftigt halten mit jeweils einem Spieler, egal welchem. Dem wertlosesten Crap im Optimalfall. Und dann gibt er halt Fersengeld, ne? Ich meine, mit den 2 Ghoulen habe ich jetzt noch die Option für YOLO. Vor allem mit dem 4er. Interessant. Jetzt hat er sogar schon Angst vor meinen Ringer-Zombies, so wie es aussieht. Und ganz ehrlich, die Nulpen hätte ich jetzt hier rangestellt. So habe ich die jetzt frei zur Verfügung und kann sie zumindest mal noch relativ schmerzhaft irgendwo hinsetzen. Nicht da und da oder so. Ja, das läuft. Mit einem Nicht-Blocker-Ghoul. Ärgerliche ist, wir haben jetzt... Okay, ihn können wir wegschmeißen quasi. Ihn können wir... Was war das nochmal jetzt hier, was er bekommen hat? Rüstungswert, glaube ich, reduziert. Ist auch so gut wie Müll. Oder auch Bewegungsreichweite. Da hatten wir ja schon mal einen, der das Gebrechen hatte. Okay, er ist hier hingesprintet und hat es geschafft. Der fliegt nächste Runde vom Feld. Da haben wir wirklich keine Fragen mehr, euer Ehren. Kommt jetzt noch der Blitz an meinem Jungen hier vorbei. Und eventuell traut er sich einen Sideline-Cage zu machen. Noch nicht mal das. Okay. Ein bisschen ranstellen.
Kriege ich da drei rote Würfel? Ja, sind drei rote Würfel. Ja, den einzigen Blitz, den wir haben, ist das da. Und dann wieder zurück mit der Partie. Da gehen wir einfach zurück. Haben wir noch vier Runden, da können wir es auch rerollen. Bam! Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er sich so viel Zeit lässt. Ich habe 5 Spieler auf dem Feld. 5. Einer davon ist noch halbwegs gefährlich, da gebe ich recht. Und er hat ausgerechnet dem Tackler den Ball gegeben. Das ist sein Pech, da kann ich ja nichts für. Aber er wäre schon längst irgendwo hier und auch nicht wesentlich unsicherer. Ich meine, er kann einfach sein Cage so bam, 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 bam dahinstellen. Und mit Mumie und weiß der Henker was absichern. Und jetzt mit der Mumie als Motor kann er den Cage jede Runde 3 Felder voran schieben. Und wenn er erstmal hier in dem Bereich ist, dann ist jeder Ghoul sowieso ein One-Turner. Aber auch hier dauern die Turns noch die vollen 4 Minuten. Jo. Da wirft er den Turbo an. Okay, lieber den hier blitzen und dann den Cage in die Mitte stellen. Kann man auch machen, wenn man genug Leute hat. 1. Okay, oder einen kompletten Cage, einfach nur 3 Felder nach vorne. Sehr vorsichtig kalkuliert. Zugestellt. Geschoben. Achso, er kann greifen. Ja, das ist natürlich praktisch. Dann kommt der schon mal nicht mehr in den Weg. Auf der anderen Seite hat er sich jetzt hier selber eine Gefahr geschaffen, wenn er den jetzt nicht mit dem umklatscht. Oder am besten mit dem umklatscht, damit befreit er seinen. Wobei, warum will er ihn befreien? Das ergibt ja auch keinen Sinn. Blitz jetzt da rein. Zumindest mal 2 Würfel. Zumindest mal ein brauchbares Ergebnis. Hey, habe ich einen Block auf den immerhin.
Wow, Zusatzbewegung. For the win. Und jetzt kriegt er noch endlich down. Und warum sollte meiner auch eine Rüstung tragen? So, jetzt muss ich hier tatsächlich mit ohne Block gegen mit Block machen, um eine Chance gegen irgendwie Spürkes zu haben. Okay, den müsste ich da wegblitzen. Da hilft ja nichts. Machen wir erst das, was eventuell klappen könnte. Das klappt. Bleiben. Rüstung 7 geht ums Verrecken nicht durch. So, da wird reingeblitzt. Bleiben. Tja, wenn ich mich jetzt zu dicht aneinander stelle, kann er halt noch leichter vorbei. Aber was soll's. Ich muss gleich einen Dodge mit dem Zombie machen. Egal wie. Hey, ich habe einen runter. Er liegt. Bleiben. Perk. Aber wieder Rüstung 7. Unbrechbar. Und last but not least rennen wir noch dahin. Reroll haben wir ja noch. Bam. Mit einer echten 6. Der Helden-Dodger-Zombie. Zwei Ründchen noch und es wird Runde 16, egal wie. Denn mit dem Zeug, was steht, kann er es jetzt nicht mehr machen. Hier hoffe ich, dass er nicht umgeblitzt kriegt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch eine YOLO-Aktion. Wie auch immer. Aber um das Spiel noch unentschieden zu spielen, dafür muss er schon eine Doppel-1 haben bei irgendwas. Am besten jetzt bei der nächsten Aktion. Also nicht eine Doppel-1, sondern eine Quadruple-1. Er hat noch keinen einzigen Reroll gebraucht. Ah. Müssen wir gleich mal gucken, was wir mit unserem Team machen, wenn wir jetzt gegen Lilly spielen. Ein reines Klopper-Team. Wir haben keine Ersatzspieler, weil mindestens zwei unserer Spieler wieder draußen sind. Mittelfristig. Ich meine, den Nikla kann man eigentlich noch drin lassen. Beweglichkeitsminus ist doof. Hatten wir auf unserem anderen White ja auch. Müssen wir aber damit leben, weil es unser Star-White ist mit allem. Bei Mumie steht an unserem Dodge-Zombie. Ja, wenn er den jetzt weggeblitzt kriegt, dann ist doch hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da ist doch Holland offen. Das war, reicht ihm leider sogar, weil es der einzige Zombie ist, der nichts kann. Der nur drin ist, weil ich zu doof war, den White reinzunehmen. Naja, ob es daran jetzt lag, who knows. Aber es wäre eine Option gewesen, ihn hier einen Reroll verbraten zu sehen. Ein Risiko, dessen Sinn sich mir nicht erschließt.
So, 2, 4, 6, 8, 10 sind es jetzt. Würde jetzt schon reichen. 2, 4, 6, 8. Er könnte den Touchdown jetzt schon machen. Also völlig egal, wo er hingeht. Solange ich an den Ballträger nicht rankomme, passiert da nichts mehr. Ja, das wäre es jetzt noch. So ein Fail-Click-Dodge. Ich weiß nicht, welche höhere Mathematik er da bemüht. Aber da kann doch wirklich nichts mehr anbrennen. Go for it. Unnötig Deluxe, aber es klappt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, YOLO-Aktion können wir noch machen. Nochmal zwei Zusatzbewegungen. Tja, jetzt irgendwas anderes als die YOLO-Aktion zu machen, ist relativ unnütz. So, wir haben Dodge. Ja, da wird es ein bisschen ruhig. Das Spiel habe ich definitiv verloren. Das ist aber auch mit eins der lächerlichsten Games, das ich in der letzten Zeit gespielt habe. Seine Mumie kommt noch wieder. Dafür kommt bei uns, ich wollte gerade sagen, nichts wieder, aber das waren die Verletzten. Nö, es kommt nur einer wieder. Das heißt, wir spielen mit 6 gegen 11. Oh, Entschuldigung, 7. Wir hatten ja noch einen Ersatzspieler, den wir eben nicht auf dem Feld hatten. Das ist unser Guard. Immerhin ist es unser Guard. One-Turner kriegen wir hier eh nicht hin. 2, 4, 6, 8, 10. Da müsste ich mich drei Felder nach vorne schieben.
Ja, vielleicht kriegen wir einen Pass hin. Kann eh nur gehen, wenn wir dieses Einfeld vor bekommen. Okay, dafür habe ich mir jetzt aber auch falsch hingestellt. Dann hätte ich es ein. Na egal. Aber das wäre eh so utopisch, dass das klappt. Wollen wir das? Ja, vielleicht wollen wir das. Wollen wir das? Ne, das wollen wir nicht. Speichern. So, ab durch die Rüstung 7. Nope. Nope. Und nope. Jawohl, 0 zu 1, wir verlieren dieses Spiel. Und ja, kriegen 4 Verletzungen rein und erzeugen selber 0. Das heißt, wir haben aus diesem kompletten Spiel 6 Starspielerpunkte, nämlich einen für den Pass in der letzten Runde. Und, Fanfaktor minus 1, das ist gerecht natürlich, weil das Spiel war scheiße. Und den MVP. Oh, und wir haben doch eine Verletzung. Stimmt, diese ausgleichende Gerechtigkeitsanstandsverletzung gegen den Krüppelmann. Ja, unser Gegner hat da massig rausgeholt. Das sind mal locker 16 Starspielerpunkte. Sehr nice. Doppelt so viel wie wir. Gut, damit bleibt es auf jeden Fall spannend. Und unser nächstes Spiel wäre gegen... Also gut, wir sind auf jeden Fall raus jetzt aus der Top 3. Ne, wir sind sogar noch Zweiter. Nächstes Spiel ist hier gegen Kasqueen Team. 1 Sieg, 7 Unentschieden, 2 Niederlagen. Also Unentschieden ist scheinbar ihr liebstes Ergebnis. Erinnert mich an meine Zwerge. Da waren es nur, glaube ich, 1 Sieg mehr als Niederlagen. Ne, wir waren ungeschlagen. Irgendwie 2 Siege, 9 Unentschieden. Nichtsdestotrotz, wir haben uns hier ein bisschen verabschiedet, hätten theoretisch noch die Möglichkeit, mit Flash gleichzuziehen, würden wir das letzte gewinnen und er das letzte verlieren. Ansonsten würden wir verlieren, hätten wir 12 plus 5, 17 Punkte und würden hier wahrscheinlich noch, zumindest bei einem Unentschieden, drunter kippen. Er kommt nicht mehr an uns vorbei. Dafür sind da zu viele Losses dabei. Okay. Ja, kann also noch was werden. Wir müssen jetzt nur gucken. Mit unserem läppischen Teamwertung haben wir jetzt gegen die
Gegen Lillys Klopper, glaube ich, ein Problem. Wo sind sie denn? Chaos. Chaos Queen Team. 18-20. 12 Spieler. Alle voll da. 5-mal Knochenbrecher. 5-mal Klaue. Voll ausgestattetes Killer-Team. Und ja, wir freuen uns mit genau 11 Spielern. Oder haben wir 12? Haben wir 11 oder haben wir 12? Nee, wir haben... Ja, alle unsere Jungs haben eine bleibende. Was hast du denn? Ein Stärke-Minus. McTush. Ja, damit bist du natürlich raus. Hohecker, sie sind raus. Zack. Einmal weg damit. So, damit hätten wir jetzt gar keinen Ersatzspieler. Das Problem ist, wenn wir den kaufen, haben wir nicht mehr allzu viel Geld. Gut, wir haben immerhin Hengsel wieder. Es war nur ein zweitklassiger Guard, aber immerhin Guard. Ich würde fast glauben, es macht überhaupt keinen Unterschied. Wir würden genau 10.000 im Rating steigen. Es wären 1.700 gegen 1.820, sind 120 überzählig. Wir haben noch 140 in der eigenen Kasse, also 260.000, die wir auf den Kopf hauen können. Für, weiß ich nicht, 3 Loner-Zombies und einen Feuermann. Ich glaube, wir lassen das so, wie es ist. Dann haben wir die 180.000 noch auf der hohen Kante. Hoppla, das war daneben. Und ja, 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 ja. Schweres letztes Spiel. Ich glaube, wir wollen beim letzten Spiel einen Zauberer haben. Um überhaupt noch die Schnitte zu haben, da einen zu reißen. Ja gut, die Überlegung mache ich mir selber. Das hier war ein katastrophal schlechtes Spiel und wir sind heilfroh, dass wir das nicht am Anfang der Saison hatten, wie einige andere, denn sowas snowballt natürlich ganz übel hinten raus. Da hätten wir dann vielleicht einige Spiele nicht gewonnen, die wir gewonnen haben. So sieht es natürlich halbwegs harmlos jetzt aus. Es fehlt nur ein Ghoul, der ist jetzt halt wieder langsam, so wie unser alter Ghoul. Grabpunzel der Erste, den haben wir ja retired, weil er nur noch 5 laufen konnte. Beziehungsweise wir haben ihn retired, weil er dann auch noch nur noch Gewandtheit 2 hatte. Das heißt, Dornhöschen ist eigentlich noch voll im Trend. Den müssen sie erst noch ein bisschen verkloppen, bis ich ihn rausschmeiße. Ja, in diesem Sinne. Ich hoffe, das Spiel hat euch nicht so sehr mitgenommen wie mich. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, euer Ukruz.